Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zum Traders Podcast heute am 7.10.2014, Dienstag. Der Euro beschäftigt uns schon etwas länger und wir beschäftigen uns heute mal mit dem Euro. Der hat nämlich seit Anfang Juni 2014 fast noch bei 1,40 gehandelt, 1,39,93. Und jetzt Ende September bzw. Anfang Oktober bei 1,25. Das sind 15 Cent, das ist für eine Währung ein kleines Erdbeben. Der Euro ist in 12 Wochen hintereinander gefallen. Und wenn man sich hier mal die Aufwärtsbewegung anschaut, von Juni 2012 bis Juni 2, oder beziehungsweise bis ja, Ende Mai, Juni 2014, dann sieht man diese horizontalen Linien, das sind Retracements. Und diese untere Retracement-Linie ist die 75% Korrektur oder 75,6% Korrektur, das ist eine Fibonacci-Zahl. Und diese Marken dienen oft, nicht immer, aber oft als Support, als Unterstützung. Und wenn man sich den Euro heute mal anschaut, dann sieht man, dass wir hier am letzten Freitag US-Arbeitsmarktdaten, am Donnerstag dann leichte Entspannung mit der EZB. Aber die US-Arbeitsmarktdaten haben den Euro nochmal einen Duscher nach unten gegeben. Und jetzt gestern hat die Erholungsbewegung ja möglicherweise begonnen. Und wenn man sich das mal anschaut, an den Indikatoren, zunächst mal vom Chart-Pattern her, naja, da ist jetzt noch nicht wirklich was erkennbar. Ich zeige Ihnen gleich mal den 4-Stunden-Chart. Der schaut etwas anders aus, vielleicht auch etwas noch nicht etwas ja, aufschlussreicher. Aber hier sieht man jetzt noch keinen wirklichen tragfähigen Boden am Tageschart. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Indizien, die man verwenden können, um möglicherweise einen Tiefpunkt im Euro auszurufen, zumindest mal ein temporäres Tief, insbesondere wenn Sie sich diese rote gestrichelte Linie hier unten mal ansehen, dieses rote Histogramm, da sehen wir einen Wert von 6,5 oder minus 0,06, die dezimale Schreibweise. Hier messen wir den Abstand von der roten Linie, aktueller Preis zur roten Linie, und die rote Linie ist die 200-Tage-Linie. Und man sieht, aktuell ist der Euro 6,5% von der 200-Tage-Linie weg. Das ist historisch gesehen recht viel. Zuletzt, und zwar 2012 im Juli, gab es hier ein Tief. Es gab auch ein Zwischentief im Mai 2012. Will auch nicht verhehlen, im Dezember 2011, da ging es wirklich nur so ein, zwei, drei, vier, fünf Tage bei diesem Wert nach oben. Dann ist der Euro allerdings nochmal weiter abgesackt bis hierhin, bis zu diesem Tief, wo wir dann insgesamt 9% von der 200-Tage-Linie weg waren. Also das ist ein Indiz zumindest mal dafür, dass der Markt jetzt zumindest mal temporär reagieren könnte. Blick auf die Indikatoren. Auch hier sieht man, wir sind vom Prinzip her, wenn man sich hier die Overbought, Oversold, also die Oszillatoren mal anschaut, wir haben eine Divergenz hier, eine positive Divergenz. Wir haben auch hier im Trendbereich, Trendindikator, eine positive Divergenz. Hier sehen wir, der Euro ist wahrscheinlich ein kleines bisschen zu viel und zu schnell gefallen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und jetzt schauen wir uns den 4-Stunden-Chart mal an. Das ist nochmal zunächst der Daily-Chart. Und der 4-Stunden-Chart, da sieht man, dass wir jetzt hier sind wir im 4-Stunden-Chart, aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend, der gekennzeichnet ist durch diese beiden Linien hier, das sind Regressionslinien, der ist jetzt überwunden worden. Und es sieht auch eigentlich ganz gut aus, gestern der Sprung drüber, und jetzt haben wir hier so eine kleine Untertasse gebildet und laufen jetzt möglicherweise über das Tief rüber. Und wenn man hier sich den Chart jetzt mal anschaut in dieser etwas dekomprimierten Einstellung im Vergleich zum Tageschart, dann erkennt man auch hier zumindest mal vage eine untere, ja, Inverse, wenn man so will, Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und wenn der Euro heute über dieses Hoch von gestern bei 1,26,74 nach oben ausbrechen sollte, glaube ich, haben wir mindestens mal Erholungspotenzial. Und dieses Erholungspotenzial ist, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wo wir eigentlich herkommen mit dem Euro, nämlich vom Bereich 1,39, ist natürlich dann schon signifikant, ist groß. Sodass ich meine, dass wenn der Euro heute diese Marke schaffen wird, dass wir dann relativ schnell nochmal in Richtung der Marke von 1,30 laufen. Ob das jetzt dann genau 1,30 ist, 1,29, irgendwas, das sei mal dahingestellt. Nochmal kurz hier der Tageschart, um mal abzuchecken, ab auszuloten, wo es überall hingehen könnte. Man sieht, wir sind zwar jetzt am Daily Widerstand, aber wir können ohne Probleme hier in diesen Bereich hineinlaufen. Das ist der Bereich 1,28, 50, 1,29, ohne dass wir überhaupt die Trendwende ausrufen müssen. Aber diese
28, 50, 29 sind immerhin vom aktuellen Niveau gut und gerne 250 Pips. Und das meines Erachtens lohnt sich für einen Counter-Long-Trend und für einen kurzfristigen Trade. Insofern glaube ich, der Euro ist jetzt erstmal zumindest mal temporär unten und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Das Ganze ist natürlich auch immer im Kontext von der Dollarstärke zu sehen. Wir hatten den Dollar sehr stark über sämtliche Währungen hinweg verteilt, gegen den Yen, gegen die Pazifikwährungen, gegen das Pfund. Also gegen alle großen Währungen war der Dollar stark und auch hier sieht man so das ein oder andere. Jetzt, wo der Dollar wieder ein bisschen nachgibt, das Pfund hat die Marke von 1,60 verteidigen können. Hier sieht man es, wir sind jetzt sogar wieder bei 1, fast 1,61. Auch der Australdollar ist etwas freundlicher gegenüber dem US-Dollar, sodass der allgemeine Korrekturbedarf vom US-Dollar jetzt meines Erachtens auch auf den Euro überschwappen wird und den Euro so ein bisschen zumindest mal Entlastung, Entspannung bringt. Denn wie gesagt, der Markt ist jetzt doch extrem, Sie haben es am Anfang gesehen, ausgebombt und das schreit meiner Meinung nach zumindest für eine oder nach einer aufwärts gerichteten Korrektur. Ja, das war's für heute. Heute mal der Blick auf die Währungsmärkte. Morgen schauen wir uns dann wieder die US-Märkte an und bis dann wünsche ich Ihnen Happy Trading. Alles Gute, Iago Seibel. Tschüss.